Grüß Gott, hallo. Herzlich willkommen in den Lernversuchsgärten der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Mein Name ist Beate Hüttenmoser und ich bin die Betriebsleiterin der beiden Lernversuchsgärten Breike und Tachenhausen. Die offenen Gärten Esslingen finden jedes Jahr am 2. Juni-Wochenende statt. Und da haben garteninteressierte Besucher die Möglichkeit, alle die Gärten, die da teilnehmen, anzuschauen. Dieses Jahr gehen wir als Lernversuchsgarten Breike online, damit Sie auch in diesem Jahr die Möglichkeit haben, die schönsten und interessantesten Situationen hier im Garten anzuschauen. Kommen Sie mit! Studierende der Landschaftsarchitektur lernen hier im Garten Pflanzenkombinationen kennen. Dabei spielt vor allen Dingen der Standort eine ganz große Rolle. Hier zum Beispiel ist es vormittags schattig und nachmittags kommt die Sonne raus und vom Wald oben kommt immer etwas Feuchtigkeit in den Boden. Deswegen brauchen wir hier Pflanzen, die ganz an diese Situation angepasst sind, die also halbschattig gerne stehen und die auch Feuchtigkeit lieben. Und die sind hier kombiniert. Das ist aber nur ein Merkmal der Standort. Ganz wichtig ist auch, wie harmonieren die Pflanzen, wie wachsen sie, vertragen sie sich gegenseitig oder überwachsen sie sich. Und das ist hier perfekt gelöst. Die Pflanzen sind ungefähr gleich stark. Und dann kommt es eben noch ganz auf die Ästhetik an. Also das heißt die verschiedenen Blattformen, die Blattfarben, helleres, dunkleres Grün, auch blaugrün oder weiß panaschiert und eben die ganz unterschiedlichen Blattgrößen. Das alles spielt hier eine Rolle und dann noch die Anordnung, also in dem Fall eine Mosaikpflanzung. All das nur als Beispiel, was Studierende hier lernen können und was sie natürlich als Besucher auch interessieren kann. In der Leitstaudenpflanzung nach Richard Hansen sind vor allen Dingen die Rosen maßgeblich, die um diese Zeit jetzt noch nicht blühen. Wer die Pflanzung kennt, der weiß, dass es hier sehr viel Buchsbaum gab, der die Pflanzung sehr stark geprägt hat. Dieser Buchsbaum hat inzwischen so viele Krankheiten, dass er durchaus nicht mehr exemplarisch für die Lehre sein kann. Und deswegen wurde er durch einige Eiben, kleine Eiben ersetzt, die auch als Formgehölze dienen können. Momentan sehen wir die ersten Clematis. Im Hintergrund blühen die ersten Rosen. Hier haben wir jetzt eine ganz andere Situation wie am Waldrand. Es ist voll sonnig und es wird sehr heiß im Sommer. Die Felsen laden Eidechsen ein, die sich dort sonnen und bieten vielfältige Situationen an. Das heißt quasi, wenn sie im Garten verschiedenste Angebote machen, verschiedenste Strukturen zeigen, dann haben sie auch unterschiedlichste Pflanzen und damit auch unterschiedlichste Tiere und vor allen Dingen auch unterschiedlichste Insekten im Garten. Von den Pflanzen sehen Sie hier vor allen Dingen momentan die interessanten Samenstände der Küchenschelle, die heimisch ist, aber inzwischen sehr, sehr selten geworden ist. Im Hintergrund der gelbe Ginster. Nisthilfen für Wildbienen sind natürlich dort besonders sinnvoll, wo die Wildbienen auch Nahrung finden. Bei den ganzen Stauden, die da sind, Nektar und Pollen zu sammeln, ist ganz wichtig und eben zu brüten. Am Teich haben wir die Seerosen, die jetzt im Moment gerade im Begriff sind, zuzugehen. Sie haben also gerade noch die Chance, eine blühende, offene Seerose zu sehen. Begleitend am Wasserrand die Pflanzen, die feucht haben wollen oder sumpfig, wie zum Beispiel die gelbe Taglilie, die kleine gelbe Taglilie, die heimisch ist
und von der jede Blüte nur einen Tag blüht. Am nächsten Tag dann die nächste Blüte. Ganz viele heimische Pflanzen wachsen hier am Teich, wie zum Beispiel die Kuckuckslichtnelke, die feine Rosane oder der Wiesenknöterich. Die jüngste Pflanzung im Garten ist eine spezielle Mosaikpflanzung, feingliedrig und zart. Sie wird geprägt im Moment durch den Wiesensalbei, der hier durch eine Sorte Serenade verbunden ist. Und im Hintergrund das blaugrüne Moorgras, das eine sehr schöne Kombination ergibt. Im Mittelgrund haben wir den Zierlauch, Schubertslauch nennt er sich, und im Vordergrund dann die hellrosa Indianernessel, auch eine spezielle Sorte, die verbesserte Osarg. Graulaubige Pflanzen schützen sich durch ihre feine, wollige Oberfläche oder durch samtige Oberflächen vor der heißen Sonneneinstrahlung. Hier einige graulaubige Pflanzen in Kombination, zusammen mit der Weinraute zum Beispiel, die auch homöopathisch wirksam ist, oder dem Brandkraut bis hin zum Lavendel, den die meisten von Ihnen ja kennen. Ganz viele Pflanzen davon haben einen starken aromatischen Geruch. Im Bild jetzt eine einfache Streupflanzung mit einer besonders interessanten Pflanze, die eigentlich Purpurglöckchen heißt, aber die Sorte heißt Karamell. Und wenn Sie die Blätter anschauen, können Sie sich gut vorstellen, warum. Dann geht es weiter mit einigen Arten, die den Boden wirklich sehr gut abdecken und im Moment wunderschön blühen. Die Sorte Maikönigin der Taglilien, der Frauenmantel und Taglilie Brünett. In der Mitte die Schneeballblasenspire, ein jetzt wunderschön weißblühender Strauch. Pfingstrosen gelten gemeinhin als pflegeintensive Beetstaudenpflanzen. Hier allerdings handelt es sich um sogenannte Ito-Hybriden, an denen lange Zeit geforscht wurde, eine Züchtung, die besonders standfest und pflegeleicht ist. Hier die Sorte Barcella. Zusammen mit dem intensiv bodendeckenden Storchschnabel eine wunderbare Kombination mit kräftig blühenden Arten, die wirklich wenig Pflege verursachen. Sie haben jetzt einiges aus dem Garten gesehen. Wenn Sie die Pflanzen auch riechen wollen oder fühlen, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Der Lern-Versuchsgarten Breike ist geöffnet. Sie sind herzlich eingeladen.